Hallo Freunde, ja, ihr könnt euch sicherlich noch an das Video erinnern mit den Heuschrecken und der Buntnessel, wo nicht so gut funktioniert hat. Ja, meine Heuschrecken habe ich immer noch, aber es sind nicht mehr alle, es sind nicht mehr so viel. Das liegt nicht daran, dass ich sie schlecht gehalten habe, das liegt daran, dass die Heuschrecken ausgewachsen sind, jetzt mittlerweile nur noch eins vorhaben, Eiablage, dient zur Vermehrung und im Herbst ist eh rum. Wir haben jetzt immerhin schon Ende, August. Und ich denke, bis im September sind die sowieso nicht mehr da. Wie ich jetzt sehe, habe ich jetzt hier noch sechs Stück schöne Heuschrecken, noch voll am Leben. Nur die sind jetzt mittlerweile einsam geworden. Und Einsamkeit, ja, also so sechs ist einfach für eine Heuschrecke schon einsam, weil sie leben normalerweise in einem großen Rudel. Drum habe ich gedacht, ich setze jetzt noch mal ein paar Heuschrecken dazu ein. Nur leider habe ich keine Heuschrecken bekommen, sondern sowas Ähnliches. Ich hole das gleich mal. Die habe ich noch an einem dunklen Ort liegen, damit die Viecher nicht ganz so aufgedreht sind. Ja, hier habe ich die Tierchen, die ich jetzt dazusetzen will. Und zwar sind die schon viel kleiner. Es sind auch keine Heuschrecken. Nein, es sind Steppengrillen. Und ja, die möchte ich jetzt dazusetzen. Mal gucken, ob die sich vertragen miteinander. Ob die den Heuschrecken ein bisschen Gesellschaft leisten können oder nicht. Das werden wir sehen. Auf jeden Fall. Eine Zeitrafferaufnahme wird es auch wieder geben und ich werde den Ventilator etwas einschalten. Momentan, die Heuschrecken, die haben jetzt da vorhin gerade noch ein paar Blättchen Ackerwinde gefressen. Ja, solange sie nur meine Ackerwinde fressen, von denen habe ich mehr als genug. Und jetzt mal gucken, ob die Steppengrillen eben auch fleißig mitfressen. Ja, was die Steppengrillen angeht, da gibt es noch eine lustige Geschichte, die kann ich euch noch erzählen. Ich habe früher, vor mehreren Jahren, mal eine Spinne gehabt. Und die Spinne hat sich ernährt von solchen Steppengrillen. Habe ich die Steppengrillen gekauft, habe immer wieder eine rausgeholt, habe es der Spinne gegeben. Und dabei ist mir mal eine abgehauen. Ist also wirklich lange Zeit im Wohnzimmer umeinander geflitzt. Überall war das Vieh, bis sie dann raus ist auf die Terrasse, hier auf die Sonnenterrasse. Ja, im Sommer habe ich es dann abends immer zirpen gehört. Zirp, zirp, zirp. War eigentlich ganz schön. Ja, im Herbst mit den ersten Frost, dann waren da rum, da war vorbei, da habe ich sie nicht mehr gehört. Und im Folgejahr drauf auch nicht mehr. Aber sie haben mir viel Freude gemacht, muss ich sagen, die kleine Grille, die sich da ausgebüxt ist. War eine lustige Sache irgendwie. Jetzt mal gucken, vielleicht hören wir heute Abend auch noch Musik. Kann ich allerdings nicht versprechen. Jetzt werde ich sagen, rede ich nicht zu lang, sondern setze sie gleich ein. Ja, also hier habe ich sie nun, die Steppengrillen. Na, und ja, jetzt werde ich sagen, gucken wir mal da rein. Ja, nette kleine Tierchen. Ich werde die jetzt allerdings samt dem Pappendeckel hineinsetzen. 40 Stück sind es an der Zahl. Ja, da wird wieder Leben sein im Terrarium, schätze ich mal. Machen wir das Terrarium mal auf. Und dann gucken wir mal, hoffentlich funktioniert das auch so, ja, dass mir niemand abhaut. Mein Heuschrecken kommt, geht an die Seite, Jungs und Mädels, geht an die Seite, haut mir jetzt bitte nicht ab. Komm, räumt den Platz da, geh. Da kommen gleich ein paar Spielgefährten zu euch hinein. Ich schütte mal einfach gerade so rein. Mal gucken, hoffentlich funktioniert das. Komm, rein mit euch, Jungs und Mädels, rein. Komm, kommt rein. Ihr seid jetzt im Terrarium so gut wie frei. Ne? Na, kommt. Ja, kommt rein. Ja, mitsamt dem Pappendeckel. Schnell zumachen. So, jetzt müssen wir den Pappendeckel vielleicht noch umkippen, dass sie sich auch etwas verstecken können. Und dann ist die Sache nämlich gut.
Dann gucken wir mal, wie die Sache sich entwickelt, wie das da so alles abläuft hier. Ja, nun haben die Heuschrecken eben ein paar Gespiele, ein paar Spielfreunde dazu bekommen. 40 Stück. Ja, das ist jetzt der Blick hier ins Terrarium hinein durch die Glasscheibe. Und eben, jetzt mal gucken, von Heuschrecken weiß ich, dass sie eigentlich Licht gern wollen. Nur von Grillen, die wollen es eigentlich eher dunkel. Aber mal gucken, eben wie die miteinander zurechtkommen, wie die sich arrangieren können. Mal gucken, wie das so funktioniert. Aber die sehen ja eigentlich ganz niedlich aus. Wenn man die so anguckt, die kleinen Grillen, dann machen sie jetzt noch keine so schöne Zirpemusik. Na, vielleicht kommt das auch noch. Jetzt mal schauen. Jetzt ist es ziemlich warm geworden heute Mittag. Ja, die Heuschrecken, so wie es ausschaut, mit den Grillen vertragen die sich ganz gut. Ich werde sagen, ich stoppe jetzt mal ganz kurz hier die Zeitrafferaufnahme, weil ich sehe jetzt da gerade die Viechle, die brauchen einfach jetzt was, die dehydrieren sonst. Den gebe ich jetzt gerade mal hier ein bisschen solches Kraut, das wächst bei uns im Garten überall. Kennt ihr das vielleicht? Das ist so Ackerwinde oder Schlingkraut, sagen auch verschiedene dazu. Schlingkraut oder Ackerwinde. Es ist ein fürchterliches Klump. Überall ist es. Aber was mir aufgefallen ist, es ist ein gutes Heuschreckenfutter. Und also Heuschrecken mögen das sogar ziemlich. Jetzt mache ich die GoPro wieder hier rein. Ja, alle Einstellungen sind noch vorhanden. Und jetzt geht es gleich hier weiter, selbstverständlich. Und ja, den Ventilator schalte ich jetzt auch wieder an. Schon sehr warm jetzt. Es kommt ja auch nicht viel Luft unten an. Es sind ja nur diese kleinen Luftlöcher, wo der Ventilator durchpustet. Sehr viel Luft kriegen sie. Also sehr viel Luft kommt da nicht rein. Ja, werde ich sagen, sehen wir uns nachher nochmal. Dann bis später. Vielleicht kühlt es nachher noch ein wenig runter, ich weiß es nicht. Aber hier ist es schon erbärmlich warm. Bis nachher.
Ja, Freunde, es ist Abend geworden und auf jeden Fall, die Kamera ist jetzt mit einer kurzen Pause, circa 7 Stunden durchgelaufen. Und ja, ich werde sie jetzt ausschalten. Und so wie es ausschaut, funktioniert es ganz gut. Man kann Heuschrecken ganz gut zusammen mit Grillen halten. Mir hat mal jemand gesagt, die werden sich anfeinden, aber es stimmt nicht. Die haben sich rein gar nichts getan. Ich habe unterdessen ja mal ein bisschen Ackerwinde reingelegt. Von der sieht man schon gar nicht mehr viel. Die ist also wirklich völlig zerfressen. Und ja, ich werde jetzt das noch ein bisschen stehen lassen und dann mal gucken, was ich damit mache. Ja, mit den Heuschrecken, da hat schon ein guter Freund von uns, der Alex, kriegt gerade eine Infokarte, der Gartenküchenfuchs, gemeint, die kann man frittieren. Mal gucken, vielleicht schicke ich es ihm. Und ja, mit den Grillen muss ich mal fragen, ob er auch damit was anfangen kann. Ja, jetzt mal gucken, gell? Wenn euch das Video gefallen hat, dann Daumen nach oben, schreibt mir was Nettes in die Kommentare und ich werde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald mal wieder, macht's gut, ciao!